Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Parkour Cloud. In der heutigen Folge sollten wir ja voraussichtlich abschließen mit dem Ganzen hier. Zumindest haben wir ja beim letzten Mal nachgeguckt und da haben wir festgestellt, dass wir doch sehr fortgeschritten sind. Und sofern die Level jetzt nicht noch wer weiß wie lange dauern sollten, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir in dieser Folge fertig werden. Dann ist natürlich die Frage, welche Adventure Map wir danach spielen. Das muss eigentlich so. Okay, ich weiß noch nicht gerade. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das gerade machen soll. Aber ich muss da auf jeden Fall hin. Oder kann ich den 3 und dann zur Seite? Ist aber ein harter Sprung, ne? Und ich weiß nicht, ob der geht, weil wir ja eigentlich auf der Kante vorne landen. Sieht mir eigentlich viel zu sehr danach aus, als wenn das so müsste. Also als wenn wir da den richtigen Weg gewählt haben. Aber anders weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Gibt es hier irgendwas, was ich übersehe? Ja, eigentlich muss das hier drauf, dann auf den, dann auf den. Muss der Block vielleicht weg? Weiß sonst nicht, wie ich da ganz entspannt drauf kommen soll. Okay, ich muss einfach nur frühzeitig springen. Dann bin ich nochmal kurz runtergesprungen, um das nochmal auszuprobieren. Da bin ich nämlich zu spät gesprungen. Wir müssen da nämlich deutlich früher springen. Wir müssen quasi sprinten und springen zeitgleich drücken. Das war aber ein bisschen zu früh. Müssen wir jetzt so einen Kompromiss zwischen finden. Ah, ich glaube, wenn ich da noch Shift vorher gedrückt hätte, hätte das geklappt. Aber wir wissen auf jeden Fall, es ist machbar. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht gegenkommen. Und weil wir das hier so schön fanden, machen wir das Ganze nochmal. Ich meine natürlich alles nur, damit die Folge nochmal ein bisschen länger wird. So, zack. Haben wir das Level auch geschafft. War mal. Ah, nee, nicht ganz. So, zack, zack. Hier runter. Ja, ne? Gefühl kommen hier jetzt gerade nochmal so ein bisschen anspruchsvollere Sprünge. Oder vielleicht war es einfach nur durch die Stage bedingt. Kann ja beides gut möglich sein. Ich glaube, es war wirklich einfach nur die Stage bzw. das Level. Lumps. Aber hier sind auch manche Level richtig lang. Oder länger und manche deutlich kürzer. Zack. Weiß nicht mal, ob ich da drauf gemusst hätte oder ob ich hätte direkt an die Leiter springen können. Aber wir sind auf Nummer sicher gegangen. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Bin mir jetzt nicht sicher, weil da nicht mehr dieser Effekt ausgelöst wurde bei der goldenen Platte, ob ich wirklich den Checkpoint bekommen habe. Darum fange ich mal lieber an, den Spawnpunkt zu setzen. Man weiß nicht, wann das nächste Lava-Level auf einen wartet.
So, zack. Sehr schön, wir kommen aber gerade wieder sehr gut voran. Kleinen Speedrun hier. Ah, da habe ich mich zu weit zur Seite gedreht. Und jetzt sind wir wieder Pilz gewachsen. Okay, hier müssen wir schnell durch. Bevor uns die Luft hier gleich ausgeht. Aber das schaffen wir natürlich. Jetzt hier auch nochmal kurz meinen Spawnpunkt. So, wo jetzt hin? Ach, hier runter. Okay, das ist... Ich dachte, wir müssen da noch irgendwie den Baum hinauf oder so. Aber dann war das ja recht entspannt. Hier auch wieder runter. Das sind die Blöcke, glaube ich, aus dem Deep Slate, also da, wo der Warden auch ist, oder? Die sehen eigentlich auch super fancy aus. So. Zack. Also natürlich immer bei solchen Vierersprüngen sind es ja quasi immer Block vorher schon loszuspringen, damit wir so ein bisschen das Momentum aufbauen und so ein bisschen Schwung mitnehmen können in den nächsten Sprung. Okay, das sieht... Achso, ja, warte. So. Ich wollte gerade sagen, das sieht nach einem sehr weiten Sprung aus. Level by Lazy. Okay, warte. Muss man das richtig timen hier, um an den oberen zu kommen? Okay, man kann hier einfach so ganz entspannt rüber. Ja, das hört sich aber auch ein bisschen creepy an. Mich hoch? Nee. Zack. Ich muss gerade aber auch sagen, ich habe echt Glück, dass ich die Sprünge alle so gut schaffe. Ah. Da ist jetzt natürlich gejinxt. Muss ich nicht auf die Leiter da hoch? Ja, habe ich auf die Leiter gesagt? Und auf die Laterne. Das sind anderthalb Blöcke. Ich muss eigentlich auf die Laterne da drauf. Genau so. Dann einmal hier hin. Okay, du verwandelst dich in einen Schleim. Aber muss ich da komplett rüber jumpen? Ach so, ah. Ich glaube aber... Habe ich es verbuggt? So, okay. Ja, mal kurz hier ready ausrichten. Ich glaube, ich habe hier ein Problem. Okay, wir wären ja dann, denke ich mal, hierauf gekommen. Wären dann hierhin gesprungen. Hierhin, hier in die komischen Pflanzendinger. In die Ranken. Dann hier nicht rüber. Guck mal, jetzt ist der hier wieder da, aber der geht nicht nach oben. Sieht was. So. Okay, das scheint immer noch nicht zu funktionieren. Dann gehen wir nochmal kurz hier hin.
Ups. Ich wollte nicht fliegen. Zoom. Ah, das ist ein Vierersprung, genau. Also eigentlich auch nichts Wildes. Wenn man ihn dann schafft. Ja, wir fliegen kurz wieder hier hin. Das mal gerade einfach machen. Ist ja leider unten buggt. Aber ich denke mal, das ist kein Problem, oder? Wir müssen es nur schaffen, jetzt hier irgendwie. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ein ganz normaler Vierersprung, oder nicht? Übersehe ich irgendwas? Ah? Bin gerade am Überlegen, ob ich. Ah, ne. Okay. Wir wissen nicht, was da gerade passiert ist. Wir haben es geschafft und sind im Survival Mode. Und das ist alles, was zählt. Und wir setzen uns einen Spawnpunkt. Leider hat das nicht geklappt. Ich war zu doof beim ersten Mal mit dem Schleim. Dann wäre es wahrscheinlich beim zweiten Mal auch schief gegangen. Ich denke mal, ich muss hier direkt wieder runter. Und dann hier über die Kakteen. Damit wir hier oben auskommen. In die nächste Etage der Pyramide, dem Sandbereich hier zu kommen. Da hätte ich nicht aufhören sollen zu sprinten, beziehungsweise hätte ich den vorherigen Jump mitnehmen sollen. Quasi so. Dann macht das schon wieder deutlich angenehmer und einfacher. Dann sind wir jetzt hier irgendwie so tief in einen Tempel reingefallen. Schön an der Leiter sneaken, dass wir da hängen bleiben. Ich meine, wir sind ja schon hängen geblieben, aber ja. Okay. Kann das Ganze, oder können zumindest so ein bisschen uns Weg sparen, wenn wir den Jump da hinkriegen. So, ab ins Pilzparadies. Vielleicht finden wir hier Toad. Aber der scheint wohl schon weg zu sein. Huch. Da wollte ich ein bisschen viel. Wieder schön über die Kakteen. Oh, wir sind in der Hülle angelangt. Beim Nether. Jetzt im End. Und damit haben wir es geschafft. Haben hier den Schatz gefunden. Sehr schön. Ja, das ist doch perfekt ausgegangen hier mit der Folge. Wollen wir uns nochmal ganz kurz hier den Schatz holen. Zack. Hier hoch. Also das war für Lapis da. Okay. Ja, dann würde ich einmal sagen, war es eine schöne Map. Ja, wie in der ersten Folge in der Beschreibung drin stand, sind wir auf Wolke 7 quasi gelandet. Haben unsere Belohnung bekommen, unseren Schatz. Leider nicht so viele Emeralds, die haben wir ja schon am Anfang bekommen. Ich kann mir vorstellen, kann das sein, dass hier eigentlich ein Command-Block drunter sitzt? Aha. Ah. Okay, keine Ahnung, ob da irgendwas fehlt, weil ist einfach nichts. Ich dachte, ob da eigentlich dann kommt so hier herzlichen Glühstrumpf, sie haben es geschafft. Vielleicht hat er Versionsprobleme. Eigentlich sollte für die neueste Version sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hat es mir wieder gefallen. Ich mag ja sowas, wenn so viele verschiedene Designs da sind. Es gab auch zum Glück nur ein Lava-Level. Das haben wir ja im zweiten Anlauf, glaube ich, geschafft. Im zweiten oder im dritten. Ja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Also das Ganze kriegt wieder 5 von 5 Bananen von mir. Das denke ich mal
keine Seltenheit mehr, dass ich das sage. Aber war alles schön machbar. Hier und da so eine kleine tricky Stelle, so wie jetzt am Ende hin. Oder sagen wir 4,5 Sterne. Auf, ja, das ist so doof. Also klar, der Pisten, der hat da nicht funktioniert. Und der Respawn Ding da nicht, die Platte. Aber da ist halt jetzt wieder die Frage, liegt es an der Map oder liegt es daran, dass vielleicht der Alter, sprechen kann ich auch nicht mehr. Oder liegt es vielleicht daran, dass ich eine falsche Version habe oder die nicht kompatibel ist? Ich meine eigentlich, dass das dabei stand, dass das für die 19.3 auch geht oder gemacht ist. Egal. Wie gesagt, ich fand es schön. Viele verschiedene Designs. Hier und da nochmal so ein paar andere Möglichkeiten, einen Jump'n'Run zu lösen gehabt. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns bei der nächsten Karte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.